Ist mein Kleber im Studierzimmer-Schreibtisch? Im Westflügel? Haha, brauchen wir nämlich nicht mehr hin. Den haben wir nämlich selber. So, die ist zerbrochen. Wieso überhaupt? Wieso haben wir die überhaupt fallen lassen? Wieso fallen? Also, wie soll man jetzt eigentlich darauf kommen? Ich wollte die einfach nur jetzt hinfallen lassen, weil ich die andere Schüssel, sieht man die rechts? Rechts? Da ist noch eine andere Schüssel. Ich wollte jetzt die nehmen, weil ich gedacht habe, okay, wir müssen die nehmen. Aber wir müssen die einfach fallen lassen. Aber vielleicht sind die auch davon ausgegangen, die Leute, die sich das hier ausgedacht haben, dass wir die, dass genau dies passiert. Ja. Wie auch immer. Dann benutze ich halt jetzt meinen Sekundenkleber. Superkleber. Und damit hätten wir es wieder. So. Ich muss mal gerade mal hier gucken, was. So, zack. Okay. Mann, das gibt's doch nicht. Das sieht aus, als wäre da schon eine Schüssel drin. Okay, ich glaube, wir sind fertig. Sind die Kerzen jetzt wieder ausgegangen, oder was? Ey. Ey. Jetzt kann ich es nicht benutzen. Ich bin verwirrt. Vati? Großvati? Ja, eigentlich ist er ja jetzt nicht unser Großvater, oder? Okay, er könnte es ja auch mit unserer Mutter getan haben. Lucifer mit unserer Mutter? Ach. Hä? Hä? Ah, okay, wir haben hier noch eine Schüssel. Okay. Manchmal sind das so die kleinen Sachen, wo man denkt so, was, was, wieso geht das nicht, wieso geht das nicht? Und dann ist es so eine kleine Sache, weißt du, woran du einfach nicht gedacht hast. So. Bist jetzt fertig? Du könntest mir mal helfen. Wieso soll ich hier diese Drecksarbeit machen? Und damit ist es immer noch nicht getan. Yay! Jetzt haben wir die Fotokamera rausgeholt. Ich habe die doch gar nicht ausgewählt. Die Kerzen sind ausgebrannt, können sie aber auch nicht mehr anmachen. Ich glaube, jetzt haben wir verkackt. Hallo, mein Junge. Hm. Ach, da haben wir noch was, okay. Wir sollen ihn festbinden. Fesseln zum Festbinden von Opfern auf den Tisch. Ich höre Türen. Also sie suchen immer noch nach uns. Nee, wieso sollten die uns überhaupt suchen? Wieso laufen die eigentlich mit den Taschenlampen hier kreuz und quer? Frage ich mich jetzt gerade. Womit fesseln wir ihn denn jetzt? Hm. Schraubendreher, damit könnte man etwas kaputt machen. Füller. Können wir ihn nicht einfach ankleben? Ich versuch's mal hiermit nochmal. Was willst du jetzt von mir hier? Ich glaube, das ist kein richtiger Hinweis mehr. Das haben wir jetzt schon gemacht. Wir sollen ihn nur hier festbinden. Ach, ich denke mal, die Sachen, die sind hier alle in den Regalen. Komm. Da. Ja. Hey, ein Gürtel. Lass uns mal sehen. Einen Moment, bevor wir uns sehen lassen. Er glaubt, der Pakt macht mich zu seinem Freund. Das ist sicherlich nicht der Fall. Ah, okay. Nur weil er einen Pakt mit Lucifer abgeschlossen hat, heißt das nicht genau, nicht gleich, dass wir irgendwie was mit dem zu tun haben. Oder was auch immer. Wir sind nicht sein, ja, wir sind sein Enkel, aber wir sind nicht sein, ja, Untertan. Ja. Und jetzt? Ah, jetzt kommen wir hier hin. Boah,
müssen wir den jetzt echt abmurksen? Oder sollen wir jetzt ihn auf dem auf den Opfertisch umbringen? Ich versuch's mal mit ihm hier. Oh, oh. Das sieht jetzt so brutal aus. Ja, damit wär's. Okay. Damit hätten wir ein... Ja, da haben wir doch ein Opfer. Und wir werden wieder stärker. Denke ich mir mal. Ach, mein Kopf. Was ist das für ein Ort? Was zum Teufel? Lass mich einfach gehen. Okay, Körner? Okay. Beruhigen wir uns und finden heraus, was hier passiert ist. So, heiß. Wir sind die Macht. Die Macht ist mit uns. Oder so. Wie hast du das gemacht? Ist das Kreuz? Es wirkt auf ihn. Wird dich jetzt sag nicht. Ja, super. Jetzt dreht er die Kreuze um. In den feurigen Ofen. Er ist wohl unser nächster Kandidat. Ey, bleib weg von mir. Der wird uns jetzt aber nicht umbringen, oder? Der wird uns jetzt... Wayne. Wayne, Reporter. Fabius hat ihn ertappt, als er im Anwesen herumschlich und hat ihn auf den Opfertisch gefesselt. Ich andererseits habe Fabius niedergestochen. Ich kann fühlen, wie etwas durch meinen Adern rast. Die Flammen der Hölle durchströmen mich. Wayne hat die Kreuze gedreht, so dass ich schwächer werde. Ich werde es ihm zeigen. Das werden wir ihm jetzt auch... Der will uns doch nicht töten. Will er uns töten? Ich hab voll Schiss, dass er uns irgendwie abstechen möchte. Der wird doch jetzt wohl keinen Jungen abstechen. Obwohl, wir wollen ja auch nichts Gutes von ihm. Wir besitzen jetzt die Fähigkeit. Oh, die ist mit 5. Okay. Ach, 3 war Gedankenkontrolle. Und 4 war, Nein! Nein! Was? Du bist der Mörder, ich habe alles auf Video. Du bist der Mörder. Du. Wow. Wow, wo waren wir denn jetzt? Wir wurden entdeckt. Stand da jetzt, da stand Spielende, ne, nicht entdeckt, oder? Der hat einen unschuldigen, netten Jungen auf dem Gewissen. Ja, das gibt eine Anzeige. Es ist wichtig, dass dich alle für einen guten Jungen halten. Sie dürfen dich nicht verdächtigen. Ja. Sag das nicht so leicht, du Ladebildschirm. Der will uns nur ärgern. Okay, er stecht uns also doch ab. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Ich drück mal ganz kurz Q, so. Wir dürfen also wirklich nicht... Ja, zeig mir nochmal. Genau. Zeig's mir nochmal an. Dich töten wir, Wayne. Wayne, mach dich bereit. Das Doofe ist, ich muss die Technik ganz schnell wechseln. Nein! Oh, was ist das denn für einer? Steht direkt hinter mir. Wie schnell kann er die... Kacke ich auf dem Kreuz. Dreh dich doch um! Boah, hab ich mich erschrocken. Der auch immer so voll komisch so. Oh ja. Ja. Toll. Hat's voll gebracht. So, jetzt noch das Kreuz und dann. Komm zu mir. Ja. Der ist hinter mir, glaube ich. Nee, da hinten steht er. Nein, jetzt kommt er hier hin.
weil alle Kreuze umgedreht sind, dann geht der auf Offensive. So. Ja! Komm nochmal hier hin. Mist, ich kann nicht mehr. Bitte. Ja, ja, wir haben ihn. Er ist verbrannt. Stirb langsam 4.0. Was jetzt los? Voll langsam. Ja, das war's mit ihm. Und wir werden wieder stärker. Das Buch Leviathan, Anton LaVey, Anrufung Satans. Heiliget einen Streit, erwecket die Starken, lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute. Verdammt, Dad, in was bist du hineingeraten? Nancy, ich glaube, Lucius könnte verflucht sein. Das ist meine einzige Erklärung. Dad war wochenlang verschwunden und scheinbar war er in wirklich verrückten Okkultismuskram verwickelt. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass mein Vater etwas damit zu tun hat. Aber wir müssen Lucius zu einem Psychologen bringen, um das herauszufinden. Er kann uns selbst nichts sagen. Oh mein Gott, Charles, haben wir nicht schon genug durchgemacht? Am 20. Mai 1973. Eine Schuss... Bildung? Die Erde bebt. Guten Morgen, Lucius. Ist Leviathan kein Drache? Irgendein Drache? So, ich musste gerade hier... So, Kuh. Wayne, er ist keine Bedrohung mehr. Sie können beide... Jetzt bekomme ich die ganze Zeit irgendwelche Benachrichtigungen. Und der ganze Tisch vibriert wie verrückt. Das ist schon eine Massage für die Handflächen. Er ist keine Bedrohung mehr. Sie können beide hier in der Kammer bleiben. Niemand wird jeweils davon erfahren. Boah, wie viele wir jetzt schon auf dem Gewissen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. 11 Stück. Jausa. So, nochmal hier. Leviathan, ist das nicht der Drache? Ich kenne mich da nicht so sehr aus. Aber ich glaube, das ist ein Drache. Wiederhole, wiederhole. Weder Banderole noch Tirole, sondern Patrone. Es ging ja um irgendwas Schussbildung. Ich glaube, da stand Bildung. Also, ich gehe nicht ohne mein Auto hier außer Haus. Teddy. Dich, nein, wir dürfen dich nicht vernachlässigen. Nein. Den Teddy dürfen wir nicht vernachlässigen. Huh? Was ist denn mit dem Ball? Oh, schönes Wetter. Der Winter ist vorbei. Der Herbst ist gekommen. Der Frühling. Genau, wir drehen die Zeit einfach mal rückwärts. So, wo lang geht's denn? Was ist denn jetzt? Unser Vater hat gesagt, wir sollten zum Psychologen. Ich glaube, wir müssen eher, anstatt zum Psychologen, irgendwie zu einer Kirche, um diesen Fluch aus uns zu kriegen, obwohl der Fluch, der Sohn des Teufels zu sein, des Satans, den kann man doch nicht, das ist so. Das ist so. Macht mal einen Vaterschaftstest. Ich glaube, das ist das Beste. Das Beste, was er eigentlich bisher machen könnt. Eine der besten Sachen.
gerne wissen, ist denn die Mutter wenigstens die Mutter? Rum, rum, rum. Hallo. Ach, er ist jetzt auch noch da. Du musst keine Angst haben. Du musst keine Angst haben. Wir sind der Grund, weshalb hier alle tot sind. Aber müsst... Man hört sehr wenig, deswegen Entschuldigung, ihr müsst dann mal eben kurz lesen. Weil es eigentlich einfach, der Sound ist hier so hin und her. Hallo, Fatih. Ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Er behandelt uns aber noch, ja, so gut wie fast normal. Also ich finde das etwas komisch. Hallo Lucius, ich habe ein paar Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Soll ich das jetzt wirklich machen? Es ist keine Hausarbeit. Wer ist denn jetzt als nächstes dran? Ach, wir lassen uns erstmal dahin gehen. Zu unserem nächsten Opfer. Da kam jetzt gerade seine Stimme hervor, deswegen erstmal nachgucken, was er da überhaupt vor sich hermurmelt. Mein Lehrer. Bitte nehmt euch Lucius nicht als Vorbild. Bitte, lasst das. So, okay. Was ich jetzt mache, ist nicht pädagogisch wertvoll. Ich glaube, alles, was wir hier machen, ist nicht wertvoll. Ich habe gewartet. Fangen wir mit dem Unterricht an. Also, Lucius, zeig mir, welche von diesen drei Karten ist die richtige Antwort. Hör mal, du, ich habe gerade ein Notizbuch geöffnet. Und das heißt, im Endeffekt, du sollst die Klappe halten. Danke. So, mein Privatlehrer, James. Ich muss wieder Mathe machen. Ich hasse Mathe. Ich sollte meinen Vater um einen freien Tag bitten. Wie viel ist 1 plus 1 plus 1? 111. Sehr gut, Lucius. Naja, ist auch so schwer. Stell mir die nächste Aufgabe. Oder lass es. 1 plus 2 minus 2. Ich bin voll überfordert. Ja, gut, Lucius. Boah, welche Antwort könnte es jetzt sein? Ja, oder bist du fertig? Bist du fertig, oder was? Viel ist 6 minus 4 plus 7 minus 4 plus 5 minus 8. Ich nehme jetzt einfach mal die Karte. Gut. Das nächste Mal ist Biologie. Hast du dein Biologiebuch dabei? Ist es das? Das ist kein Biologiebuch. Lass mal sehen, ob ich eins für dich finde. Schade. Ja, ich bin ja auch so blöd. Ich weiß noch niemals, was ein Biologiebuch ist. So blöd. So blöd. ja. Guck mal, wir können sogar bis 0 rechnen. Es muss doch irgendwo sein. Okay, wie bringen wir ihn jetzt ums Eck? Guck mal, wir können bis zur anderen Seite gucken. Also das Gebäude ist ja schon sehr schön, muss ich ja mal sagen. Das Gebäude ist schön. Ja, auf jeden Fall alt. Alt, aber ich mag alt. Okay, jetzt komm, wir müssen weitermachen. James. Sollen wir jetzt zu unserem... Die Tür geht nicht auf. Denn unsere Mutti wollte, glaube ich, gerade rein, aber das geht nicht. Denn wir haben hier das Ding vorgeparkt. Auch nicht schlecht. Wollte die jetzt hier was? Gehört die mit dazu, oder? Ja, das ist unsere Mutter. Aber, weißt du was? Ich glaube, ich stelle das mal wirklich davor. Dann kann sie uns auch nicht stören, wenn wir hier was am Machen sind. Wie machen wir das jetzt? Pistole, Schuss. Pistole. Pistole. Nein, wir haben die Pistole gar nicht hier. Ah, doofes Resetten von Gegenständen während des Autosaves.
Mann, jetzt müssen wir so. Dafür habe ich mich nicht eingeschrieben. Die Waffe ist ja hier. Na toll, und der steht da jetzt. Such dir selbst eine Beschäftigung. Sehr gut. Voll aggressiv. Ja, weil wir die Leute umgebracht haben. Ich habe ein paar wichtige Papiere. Jetzt wieder voll nett. Also, Leute, es geht nicht. Hallo Lucius, ich habe ein paar wichtige. Er ist voll aggressiv, jetzt wieder voll lieb und nett. Die Leute reden über Geister. Leute, lasst mich in Ruhe. Pistolenkugeln. Ach nee, wir hatten Pistolenkugeln, ne? Wir hatten ja keine Pistole. Pistole.